Cowboys in der Kantine stärken, fahren wir mal schnell zum ehemaligen Bundesgrenzschutzgelände. Dort ist das Zuhause der Coburger Bands. Das Gebäude wird verwaltet vom Kulturverein CrossArt. André Hofmann ist einer der Vorstände. In dem ganzen Gebäude sind eigentlich ausschließlich Proberäume zu finden. Es ist schon ansonsten schwierig, einen ordentlichen Proberaum zu finden, wo man niemanden stört. Ganz einfach, ja. Wie finanziert sich das alles? Die Bands tragen ihre Miete natürlich selbst und ansonsten bezuschusst die Stadt hier schon noch den ganzen Betrieb. Also natürlich ohne die Hilfe der Stadt wären wir hier wahrscheinlich auch verloren im Posten. 300.000 Euro hat sie in die Technik im Probenhaus investiert. Nur leider gibt's wenig Auftrittsorte. Das CrossArt Haus beherbergt außerdem eine Schlagzeugschule. Und Gruppen, die fürs jährliche Samba-Fest üben. Dafür ist Coburg berühmt. Man denkt immer, in Proberäumen schauen die Toiletten aus wie Sau, wenn es denn überhaupt welche gibt. Aber bei uns ist alles vom Feinsten.